Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Kaffee mit Sashi. Ja, liebe treuen Zuschauer, ihr seht es, ein Video ohne Kaffee am Tisch. Was ist denn hier los? Was ist denn bei Kaffee mit Sashi? Heute gibt es etwas ganz Besonderes, Leute. Wir haben den ersten Advent 2022 und ich nehme euch gleich mit auf eine Fahrt zu meinem Bruder in seine große Filmfansammlung. Ja, tatsächlich, mein Bruder Olli, 9 Jahre älter als ich, ist der Auslöser für meine Filmsucht. Und er sagt selber immer wieder oder fragt sich, war das wirklich so? Ist das wirklich so, dass ich der Auslöser war? Ja, wer denn sonst, Bruderherz, wer denn sonst? Du bist damals jede Woche ins Kino gelaufen. Du bist damals jede Woche, manchmal mehrfach in der Woche, in Videotheken gelaufen, hast Filme geholt. Dein Zimmer war vollgehängt mit irgendwelchen Filmplakaten der 70er und 80er Jahre. Dein Zimmer war vollgestopft mit irgendwelchen Videokassetten reihenweise. Natürlich bist du der Auslöser dafür, dass Sashi heutzutage gerne Filme guckt, ja. Und bei meinem Bruder ist es einfach so, der hat eine ganz, ganz tolle Filmfansammlung. Vor allen Dingen viel Star Wars, Figuren, Raumschiffe, Merchandise, aber auch Fahrzeuge aus anderen Filmen und Filmfranchises, Videokassetten noch Filme, Blu-Rays, DVDs, Soundtracks auf Vinyl, Schallplatten, aber auch CDs. Leute, ich habe mir ja schon immer mal vorgenommen, ich gehe mal in eine Kooperation in einem Video zusammen mit meinem Bruder. Ich werde ihn mal in seiner Sammlung besuchen und genau das werde ich jetzt tun, Leute. Und ihr seid dabei, gießt euch gemütlich euren Adventskaffee, Tee oder eure Adventscola ein, eure Adventsmilch, was auch immer und begleitet uns zusammen durch die große Sammlung von Olli. Das Ganze wird sehr, sehr unterhaltsam werden. Für mich sind es jetzt knappe 20 Kilometer, die ich gleich fahren werde. Für euch ist es nur ein ganz kurzer Fingerschnipp, sprich ein Schnitt in diesem Video und dann sind wir gleich da. Und am Ende sind wir, Olli und ich, natürlich gespannt auf eure Kommentare hier unterhalb des Videos und sind gespannt darauf, was ihr zu sagen habt. Vor allen Dingen habt ihr vielleicht auch so eine Filmsammlung mit irgendwelchen Figuren oder mit irgendwelchen Raumschiffen, Fahrzeugen, ja, wo ihr tatsächlich euren Lieblingsfranchises huldigt irgendwie. Das wäre schön mal zu erfahren, Leute. Und jetzt fehlt noch etwas ganz Wichtiges, nämlich mein grässlich hässlicher Weihnachtspullover, ja, den ich ja immer dann anziehe, wenn es auf Weihnachten zugeht. Den werde ich mir jetzt überstülpen und dann sehen wir uns in wenigen Sekunden wieder bei meinem Bruderherz in der Sammlung bei Olli. Und ich glaube, wir haben noch einen weiteren Gast mit an Bord, einen tierischen Gast. So Leute, wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich bei Olli. So Leute, da bin ich jetzt also bei meinem Bruderherz Olli in der Wohnung. Moin. Moin. Natti, ja. Sag mal Moin. Das ist Natti. Guck mal da, da sind die Zuschauer heute. Wir sind hier also heute zu dritt. Natti, Olli und Sashi. Ja. Und wir haben natürlich hier unseren Adventskaffee dabei. Natürlich. Prost. Prost, mein Bruder. Und wir sitzen hier, ich sitze hier in einer imposanten Sammlung um mich herum und wir gehen die auch gleich durch. Ich habe euch ja versprochen, ich nehme euch mal mit hierher und wir schauen uns mal die Sammlung meines Bruders an. Und es geht von Figuren über Merchandise, über DVDs, Blu-Rays, Schallplatten. Wir gehen das gleich nach und nach mal alles durch. Olli, wie bist du dazu gekommen, so eine Sammlung zu bauen? Hast du irgendwann mal, was war so die Initialzündung für dich, zu sagen, Mensch, ich baue mir das nach und nach auf hier? Ja, richtig. Die Initialzündung für die ganzen Kram war ja so Facebook auf alle Fälle. Weil ja. Da bin ich dann wieder zu, ich war ja immer großer Star Wars Fan, weißt du ja selber. Ja, ja, du hast ja schon als Kind 77 gesammelt, glaube ich, ja. Ne? Ja, genau, genau. Da sind ja auch noch die Figuren einige, ne? Ja. Wie du siehst. Ja. Und und da durch diese Facebook-Gruppen, da gibt es dann auch spezielle Sammlergruppen und da wurde ich dann selber auch wieder heiß. Mhm. Hab dann mich aber nicht auf spezielle Serien, hab dann jeden Scheiß einfach. Ja, ja. Das kam. Und da ist auch 50% meiner Sammlung im Keller in Kisten verstaut. Also das hat er auch noch. Das heißt, wir werden irgendwann mal ein Kellervideo drehen müssen, glaube ich, ja, oder? Ja, aber das ist alles verstaut, wie gesagt. Und ja. Ja, und dann kam das nach und nach. Filme habe ich auch immer gesammelt, weißt du auch. Ja. Ich glaube, ich habe auch im anderen Video schon mal erzählt, dass ich schon mal eine große Filmsammlung auch verkaufen musste, was ja mir damals schlecht ging. Ja. Aber du hast dir ja ordentlich wieder was an Land geholt, wie ich sehe. Ja, aber das meiste ist da wirklich, oder die vom Flohmarkt oder halt vom Sozialkaufhaus, weil da kostet das ja alles nur Witze. Ja.
Ja, Leute, ich würde sagen, wir gehen jetzt nach und nach durch die Sammlung. Ich zeige euch alles. Ich mache einmal gleich einen Rundschwenk, dass ihr erstmal alles seht. Und dann gehen wir nach und nach einmal alles durch. Und Olli erzählt ein bisschen was dazu, würde ich sagen, ja, Leute. Ja, kann ich machen. Ne? Ich warte darauf, dass Sascha hier Fragen stellt. Und ja, ich kann dann dazu nur was sagen. Genau. Ne? Also ihr werdet heute wahrscheinlich mehr ihn reden hören als mich. Aber das ist vielleicht für euch auch mal ganz gut. Leute, bis gleich. So, Leute, wir machen erstmal so einen Rundumschwenk von der ersten Wand hier sozusagen. Ihr seht eine Menge Merchandise, vor allen Dingen Star Wars. Wir gehen das Ganze gleich auch tatsächlich mal mit Olli durch. Und dann kann Olli uns so ein bisschen was erzählen. Vielleicht hat er ja auch seine Highlights irgendwie in der Sammlung, wo er was zu sagen kann. So, da haben wir die ganzen Star Wars Figuren, ja, an den Wänden sozusagen. Andere Leute haben da Gardinen neben den Fenstern hängen. Hier sind es Figuren aus Star Wars. Und das geht dann da oben auch weiter. Ja, Olli, du hast ja eigentlich keinen Platz mehr so, ne? Sag ich mal so mittlerweile. Ein bisschen noch da hinten, ja, ne? Ja, das Problem ist, ich habe auch noch die schönen Kinoposter von der Ur-Original-Trilogie. Und ich weiß gar nicht, wo ich die hinhängen soll. Ja, das Mist. Darum bin ich schon wieder am Überlegen, um zu strukturieren. Die Figuren vielleicht alle ab und dann die Posterstücke rahmt da. So, hier geht das dann auch weiter nochmal mit ein paar Fahrzeugen, auch mal aus anderen Filmen. Ja, Film, meine Filmautosammlung, die ist zwar noch klein, aber sind auch Highlights dabei. Da ist ein Autogramm von Dave Proofs, das hat der Thomas aus Berlin mir besorgt. Da war ein Bücherladen Autogrammstunde, vor 4-5 Jahren muss das gewesen sein. Da hat er für mich das besorgt. Das ist der Darsteller von Darth Vader gewesen, genau. Unter der Maske damals. Da steht ja auch To Olli, Dave Proofs, Darth Vader. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, Wahnsinn ist da hinten, das andere Autogramm. Ja, das andere Autogramm seht ihr dann gleich noch, wenn wir darüber gehen. Hier haben wir dann noch das Regal mit den Blu-Rays. Das ist deine Filmsammlung, ne? Blu-Rays, DVDs, alles und so weiter, ne? Da haben wir auch diese Bud Spencer-Sammlung. Da ja, gehen wir auch gleich noch mal kurz drauf ein. Und da haben wir dann auch noch Kisten. Da sind ja, Vinyl-Schallplatten ja drin, CDs, Soundtracks und. Da unten noch ein paar VHS-Kassetten. Ja. Und das ist halt alles so aus meiner Kindheit wirklich. Das hatte ich auch als Kind. Das, egal, ob es jetzt die Ritterburg ist, die ist auch hier unten aufgebaut. Die eine, die habe ich zweimal. Oder die Siku-Autos, die sind wirklich aus den 70er Jahren, Mitte der 70er. Und die habe ich auch gehabt als Kind, auch diesen Kran. Ja, kann so. Ich mich noch dran erinnern. Und ja, da vorne dieser Haken, der geht ja, ja glaube ich, wirklich runterzudrehen. War ja, das so, ja, ne? Geht immer. Geht ja auch alles auszufahren. Und das war, als Siku noch Siku war. Heute ist das ja auch alles made in China. Ja. Da oben, den habe ich wirklich, den Playmobil Feuerwehrwagen, der ist von 1975. Den habe ich so auf dem Flohmarkt gekriegt, mit Karton. Ohne Karton hätte ich den auch nicht genommen. Den habe ich wirklich nur genommen, weil da noch ein Karton bei war. Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Denn hier auf der Fensterbank, das sind alles so Retro-Sachen, ne? Da Kassettenkarussell mit alten Hörspielen, fünf Freunde hauptsächlich. Ja. Ein alter Kassettenrekorder. Das hier ist so ein Wecker aus Ende der 70er Jahre, das gute alte. Das erinnert mich ein bisschen an Zurück in die Zukunft hier gerade mit Marty McFly, der irgendwo in die 80er ja zurückreist oder 70er. Das gute alte Wählscheibentelefon und ein Atari 2600. So, auch eine sehr geile Spielekonsole damals gewesen. Wahnsinn. Ja. Gut, Olli, ich würde sagen, ich sag, hier unten kannst ach, die Ritterburg, genau, die Ritterburg. Noch ein, die habe ich zweimal, einmal sie verpackt, einmal sie aufgebaut. Ja. Da habe ich auch noch 200 Ritter zu. Heute sitzen die Kinder und Jugendlichen ja nur noch vor der Playstation ja und zocken FIFA. Heute, ja, damals haben wir mit sowas hier gespielt. Da ist ein großer First Order Trooper, den hat meine Geliebte mir geschenkt, mein geliebter Schatz. First Order, Sturmtruppen, die sehen aber schon so ein bisschen im Gesicht aus wie eine Ente, ja, ne? So wie ja, Disney auch, ne? Vielleicht auch. Ja, Olli, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal explizit durch die Sammlung. Jetzt ja haben wir mal so einen Überblick zumindest, aber jetzt geht's los hier. Wie gesagt, die Hälfte ist im Keller noch. Ich hab überhaupt noch Platz. Gut, Olli will uns jetzt was zeigen. Ja, was schön ist, das erste hier Teil sozusagen, hat er mal aus seiner Sammlung ja geholt. Den habe ich auch vor ein paar Jahren auf dem Flohmarkt gefunden. Für laues Geld. Ja. Also, wie jeder, der ein bisschen Star Wars kennt, weiß sofort, Episode 1, die Gungans gegen die Droidenarmee. Das große Finale. Genau. Und den kann man auch überall aufmachen. Ja, hier und da.
Da liegen auch schon so ein paar drin von den Freaks. Hier oben ist der Dings, das Cockpit mit dem Piloten. Aber das Interessante ist, der hat natürlich auch elektrische Funktion. Dazu müsste ich ihn allerdings erstmal einmal kurz anmachen. Ja. Wo ist er da? So. Und jetzt haben wir hier Tasten, da kommen zufällige Geräusche. Oder auch nicht. Habe ich ihn jetzt ausgemacht oder was? Wahrscheinlich oder? Hast du damit vorhin schon gespielt, bevor wir kamen. Aber wahrscheinlich sind natürlich jetzt die Batterien leer. Ach so. Den hast du vom Flohmarkt? Ja, und jetzt das Geilste ist, da musst du dann vorne filmen. Ja. Geht los. Und dann mit dem Soundtrack aus dem Film dazu. Ja. Selben Geräusche. Wahnsinn. Ja. Geiles Teil. Ja, also hin und wieder findet man auch mal gute Sachen auf dem Flohmarkt. Das war ein Flohmarkt und noch völlig intakt, wie ich sehe. Der wollte damals 50 Euro dafür haben. Und ich habe den dann bis auf... So, das machen wir gleich. Hast du ihn runtergehandelt? Bis auf 30 Euro runtergehandelt. Was kostet sowas im Original, wenn du das jetzt... Das kann ich dir nicht sagen, den gibt's gar nicht mehr so. So, hier, wen haben wir denn hier? Ja, den guten alten Harrison Ford, ne? Originalautogramm von 1984. Ja, geil. Indiana Jones und der Tempel des Todes. Richtig geil. Ja. Gut, Olli. Aber das sind auch die einzig beiden Autogramme, die ich habe. Dave Bruce und ihn. Ja, ich habe noch ein paar andere, aber nicht von Schauspielern. So, dann schwenke ich mal hier hoch und wen haben wir denn da? Da sehen wir den Marshmallow Mann und... Das ist die Playmobil Feuerwache mit Marshmallow Mann, da unten der... Hector 1 heißt er, glaube ich, ne? Das Gefährt, ne? Ja. Ja, genau. Ein paar Figuren und so, alles, was da noch so bei war, habe ich auch, glaube ich, 25 Euro für alles zusammen bezahlt. Wenn man darüber geht, das hier Indiana Jones mit dem bekannten LKW, ne? Jäger des verlorenen Schatzes. Ja, Jäger des verlorenen Schatzes. Ja. Vorne drauf sitzt ein Indy, da oben drauf steht ein TIE Fighter. Ja, es passt auch gut zusammen. Ja, egal. Ist sowieso alles noch nicht fest hier. Ich muss hier noch umstrukturieren. Unser alter Biker-Scout. Rückkehr der Jedi-Ritter. Jo. Da hinten der ist aus dem Videospiel Battlefront. Ja. Und das da hinten, das ist dieser Ständer, den es auch für die ersten 12 Figuren gab, wo der Darth Vader drin ist. Ja. Warte mal. Der da hinten. Ja, genau. Da gab's die Packung, sah ja damals genauso aus. Hier. Boah. Ne? Das sind diese Ständer, gab es ja auch für die ersten 12 Figuren. Ja. 1978. Musste man lange drauf warten, weil es war ja zum Weihnachtsgeschäft 1977 nichts fertig an Spielzeug. Und da musste man sich Gutscheine und so bestellen. Ja, und darum hebe ich jetzt auch nichts mehr an, weil alles fällt. Genau, wir zeigen einfach nur mal, hier geht es dann ja auch weiter. Da oben, ja, das ist ein ferngesteuerter, wie heißt denn der Flieg noch? BB-8. Ja, genau, aus der Trilogie da. Daneben, das ist eine schöne Box, die kann man aufklappen, da sind 7 oder 8 Figuren drin von dieser First Order. Ja, und der Rest ist da alles Playmobil zu Back to the Future. Die Uhr, was hat das mit der Uhr auf sich? Ja, die hat Marty McFly ja getragen. Ach, ne? Im also, ersten Teil. Ja, theoretisch hätte er die in allen drei Teilen tragen müssen. Ne? Stimmt, ja. Aber es ist da, wo er im ersten Teil, da wo die auch mal lospiept und er seinen Arm versteckt, wo er im Telefonbuch die Seite rausreißt. Stimmt. Aber du hast ja auch einen Adventskalender, glaube ich, hast du. Habe ich auch gehabt, den Adventskalender hier vom ersten Teil. Ja, dann ist das hier der Geländewagen. Genau. Und die Zukunft. Ja, das ist hier 2015 von dem Rathaus, diese Gang halt, ne? Genau. Griff, Biff. Der DeLorean sowieso. Dann haben wir hier noch die beiden 1955, Martin mit Gitarre, Doc Brown mit Zeitung. Das hier ist Star Trek Playmobil, das konnte ich auch nicht dran vorbeigehen.
Und das hier ist ein Sporteimernack, den kannst du auch bei Amazon, habe ich den bestellt. Das ist also wirklich ein richtiges Buch. Ja. Und da stehen wirklich alle Ergebnisse echt drin, ja. Ach nee, also ja, aus Zurück in die Zukunft 2. Genau. Okay, Leute, es geht weiter. Ja. Ich hüpfe mal runter in ein Regal. Dann geht das weiter mit Jedi-Ritter. Das gehört jetzt zur Star Wars Vintage Collection. Das sind diese Figuren und Fahrzeuge, die so in den Verpackungen sind, wie sie auch von 1978 bis 85 hergestellt wurden. Stimmt, so sehen die Verpackungen auch aus. Ja. Na? Das ist da zum Beispiel, den gab es, glaube ich, damals auch zu Jedi-Ritter. Ja. Das hier ist Obi-Wan, sein Jäger aus Rache der Sith. Die gute alte Slave One von Boba Fett. Sogar mit Carbonit, ja, wo Han Solo drin eingefroren ist, da hinten. Hier haben wir dann zwei Snowtrooper, sagt man ja heute. Damals haben wir Sturmtruppen. Im Schnee gesagt. Hot Outfit, ne? Aber dir, er ist ja auch geil, ne? Ja, das ist ja dieser Suchdruide. Genau, von Hoth. Dann haben wir hier noch den Snowspeeder. Ah ja. Ne? Mit denen greifen die Rebellen dann die Kampfläufer an. Genau, AT-ST Driver. Da hinten ist Luke sein X-Wing. Geil. Wir hüpfen runter. Ja. Das sind diese Playsets. Das ist einmal da aus Episode 4 die Eröffnung. Die haben ja nie Tantive oder Tentive oder 4 gesagt, wie sie eigentlich heißen. Nee. Das war ja, glaube ich, ein Blockadebrecher. Genau, ne? Blockadebrecher. Ja. Da sehen wir Han und Jabba. Ja, aus der Special Edition. Genau. In New Hope. Dann das haben wir hier Carbonit. Ja, Carbonitkammer. In der Han Solo eingefroren wird. Genau. Imperium schlägt zurück. Geil. Jetzt kommt ein ganz edles Stück. Das kommt sogar noch von Sascha. Ja, das war mal meiner, das genau. Das ist ein Original AT-ST. Ja, den habe ich Olli überlassen, weil er einfach hier eine geile Sammlung hat. Und ich war damals schon zu alt für Star Wars Spielzeug. Achso, ich habe da eben, glaube ich, gesagt, AT-ST-Pilot ist falsch. Das ist natürlich ein AT-AT-Driver. Ne? Hätte ich jetzt sowieso nicht gewusst, aber... Jo. Dahinter, das ist so ein komischer aus der Rebels-Anime-Serie. Ja, die habe ich auch mal gesehen, genau. Ist ja nichts für mich. Hier ist ein Lego X-Wing. Den habe ich auch vom Flohmarkt. Gar nicht mal so schlecht, obwohl ich stehe gar nicht auf diese Lego-Dinger. So, ja, die sind immer so ich finde, so hartkantig, ja, ne? Durch dieses Stecksystem. Das da unter ist natürlich wieder ein TIE Interceptor, Rückkehr der Jedi-Ritter. Ja. Dann geht's weiter. Was haben wir hier Schönes? Das ist einmal 40 Jahre Star Wars. Da gab's hier zum Jubiläum. Ja. Und das ist 30 Jahre Star Wars. Das sind so Kinoszenen. Ach so. Nachgestellt. Nachgestellt. So. Kommen da unten auch noch. Das sind alles so nachgestellte Filmszenen. Okay. Clone Wars. Clone Wars aus dieser Anime-Serie. Dazu gehört dann auch der hier hinten. Ne, der nicht. Der hier, der große. Ah ja. Ja. Darunter gehen wir auf Episode 1 dann. Ah ja. Das ist auch die Toyline von 1998, 99. Original noch. Ja. Wahnsinn. Daneben kommt jetzt eins meiner Lieblingsstücke. Ja, muss ich auch sagen, ist für mich auch ein richtiges Highlight. Jabbas Palast. Das ist Jabba und Leia. Leia aus der Black Series im Slave Bikini. Ein bisschen drehen kurz. Die ist auch schon ziemlich was wert. Und der Jabba sowieso. Weil da gab es nur eine geringe Auflage. Der ist von der San Diego Comic Con. Und da zahlt man auch schon einige 100 € für inzwischen. Wahnsinn. Ja. Und den hat auch meine Liebste mir geschenkt, mal zum Geburtstag. Da freut man sich, ne? Ja. Und das wusstest du nicht, ne? Dass nee, du den das kriegst. Das wusste ich nicht. Da hat sie sich richtig was kosten lassen. Na, damals war der noch nicht ganz so teuer. Hier haben wir dann die neue Trilogie mit verankert. Kylo Ren und Rey. Ja, das waren auch Geschenke, darum gebe ich die auch nicht weg. Nö, würde ich auch nicht machen. Und die beiden, Kylo und Rey, die sind auch schon was wert inzwischen. Ja. Achso, und jetzt kommen wir zu diesen nachgestellten Szenen hier unten, ja? Ja, da hinten ist noch Obi-Wan, da kann ich vielleicht auch mal... So, das hier ist der Obi-Wan, auch aus der The Black Series nennt sich das ja, diese Figurensammlung. Das ist Obi-Wan mit dem Leia-Hologramm. Und wenn man dann hier rauf drückt, years ago, you served my father in the Clone Wars.
Now he begs you to help him in his struggle against the Empire. I regret that I am unable to present my father's request to you in person, but my ship has fallen under attack, and I'm afraid my mission to bring you to Alderaan is safe. I have placed information vital to the survival of the rebellion into the memory systems of the Zar-2 unit. My father will know how to retrieve it. You must see this droid safely delivered to him on Alderaan. This is our most desperate hour. Help me, Obi-Wan Kenobi. You're my only hope. Ja, da kommt dann natürlich Gänsehaut. Ne? Ist das die Original-Stimme aus... Original Carrie, ne? Carrie Fisher. Mhm. Geil. Richtig geil. Was kostet sowas? Weißt du das? Ach, damals 69,90 inzwischen. Ja. Wahrscheinlich auch ziemlich unbezahlbar. Also für einen normalen Haushalt, ne? So, jetzt sind wir wieder in der Sammlung hier. Ja. Was haben wir hier? Das ist hier von den Clone Wars, von der Anime-Serie. Ja. Einmal Obi-Wan mit seinem komischen, und hier nochmal so ein Clone Trooper mit so einem komischen Laufgerät da. Ja. Das hier ist Count Dooku aus Episode 2 mit seinem Fluggerät hier, wo er da... Ah, wo er über die Wüste fliegt. Ja, genau. Genau, und jetzt kommen diese Kinoszenen. Das ist aus den 90er Jahren. Die Serie war Power of the Force 2 Serie. Das haben wir einmal hier. Die Machtgeister sozusagen, mhm. Anakin, Yoda und Obi-Wan. Ja. Auch noch mit dem Original Anakin, nicht mit Hayden Christensen. Ja, zum Glück. Hier dann die Szene, wo Han und Luke Chewie da gefangen, halt durch den Todesstern. Ja. Dann hier Cantina Band, Warus Man, wo er seinen Arm verliert, cool. Gegen Obi-Wan. Ne? Cool. Droidenverkauf auf Tatooine, ne? Das und Luke die beiden Roboter ja, auf. Genau. Oder sein Onkel, sagen wir mal. Ja, ne? Sein Onkel ist ja auch links. Ja. Und dann Rückkehr der Jedi-Ritter hier. Oh, ne? Das Thronsaal ist auch von Palpatine. Ja. Sehr schön, ne? Also man hat wirklich teilweise das Gefühl, man ist in den Filmszenen hier drin, weil das echt original aussieht, auch mit diesen Kulissen, ne? Dann habe ich hier noch drei von Episode 1. Das ist einmal hier auf dem Markt da. Ja. Mos Espa. Ja. Wo er eben da... Jar Jar Binks. Jar Jar Binks, und das ist hier der, wie heißt er noch? Der Podracer, der Fahrer. Sebulba! Sebulba! Wo er ihm da das Hähnchen da ja, genau. Haut weist. Genau. Und dann die Szene auf Tatooine, Darth Maul gegen Qui-Gon, wo sie dann fliehen, ne? Genau. Watto Box, das weiß ich jetzt gar nicht, wo, wer das da in der Mitte ist und rechts. Also bekannt vorkommen tun mir die alle. Ja, wie gesagt, ich bin ja auch außer mit der Urtrilogie mit den anderen nicht so vertraut jetzt. Ja. Ne? Das hier ist auch wieder aus dieser Rebels-Serie. Das ist der TIE Fighter von dem Inquisitor. Ja. Jo. Und dann haben wir da in der Ecke stehen Darth Vader mit Kopfhörern auf und Kylo Ren. Ja, das sind 79 cm Figuren. Ja. Die habe ich auch alle geschenkt bekommen. Okay. Ne? Ja, dann gehen wir weiter rüber. Wir machen jetzt mal weiter mit, abseits von Star Wars, ein paar Fahrzeuge da drüben, würde ich sagen. So, und auf dem Weg zu den Fahrzeugen sind wir natürlich diese Waffen hier ins Auge gefallen, die Olli angebracht hat über der Tür. Und das erinnert mich ganz haarscharf an Han Solo. Ja, so sieht's aus. Und das sieht ja tatsächlich aus wie in dem Film. Ja, das ist auch ein Typ, den ich mal vor Jahren auf Facebook kennengelernt habe. Der baut die ganzen Utensilien nach, 1:1. Okay. Der hat da echt ein Händchen für und der baut dir alles, was er will. Sind auch nicht ganz billig, aber sind wirklich originalgetreu nachgebildet. Und das ist so ein Blaster von Sturmtruppen, ne? Sturmtruppenblaster, ja, E11, ne? Ja. Genau. So, hier geht's nur weiter mit Fahrzeugen aus anderen Filmen, wie ich sehe. Batman. Genau, Batman, die Serie aus den 60er Jahren. Gerade hier, der arme Batman ist schon umgefallen. Robin steht auch daneben, allerdings bei Freddy Krueger, wie ich sehe. Ist ja auch egal jetzt. Das ist so eine kleine Sammlung nebenbei. So Fahrzeuge aus TV-Serien und Filmen. Ne? Christine sehe ich da. Ja, genau. Christine. Dann hier ein ausgekochtes Schlitzohr. Genau. Texas Chainsaw Massacre. Ja. X-Files. X-Akten. Ne? X-Akten. Ja. Dann haben wir da unter Freddy Krueger. Ich meine, der sieht ja auch geil aus, ne? Ja, das ist aus Teil 1 das Ende, ne? Genau, das Ende. Mhm. Mit dem Dach. Genau, genau. Da haben wir dreimal den DeLorean.
Ja, das ist Teil 1, Teil 2, Teil 3, ne, wenn man genau hinguckt. Ja, hier sehen wir es an den Reifen. Ne? Ja, das ist Teil 3. Die Aufbauten hier vorne. Die Aufbauten der. Teil 2 sieht man es nur hier an Mr. Fusion. Genau, ja. Genau. Und Teil 1 halt hier die Antenne, ne? Wahnsinn. Antenne, diesen Stromabnehmer. Genau. Dahinter haben wir Jurassic ja, World. Ja, die habe ich alle mitgenommen. Die gab es mal aber in so einem Billigladen für 1 Euro das Stück. Ja. Und dann kommt auch wieder ein Geschenk von meiner Liebsten. Hier die Ghostbusters Feuerwache mit. Das ist, ne? Ja, cool. Ja. Aber alles OVP, ne? Also das lässt du auch original ja, verpackt, ne? Ja, die kleinen lasse ich. Die großen sind natürlich schöner, wenn man die so anstellt. Ne? Hier haben wir Kit aus Knight Rider. Kit, ja. Mach mal die Tür auf hier. Zack. Und schon wieder los. Ja. Ja. Dann hier noch vom A-Team, der Bus und natürlich der letzte, der V8. Ne? Mad Max. Genau. Was haben wir hier noch für zwei? Den schwarzen und den roten? Das ist Steve McQueen, Bullet. Bullet, genau. Und Starsky & Hutch. Starsky & Hutch, geil. Ja. Richtig geil, Leute. Es geht weiter mit, wo machen wir weiter, Olli? Welche Richtung? Das mir, ja. Da oben haben ein paar VHS-Kassetten. Ja, Filme können wir jetzt ja weiter machen. So, hier geht es ja. Jetzt praktisch weiter, VHS. Das sind jetzt Filme und das kommt erstmal alles, was ich so von Star Wars habe. Das sind Videokassetten, DVDs, Blu-rays und auch Spiele. Vieles habe ich doppelt und dreifach, ja. Weil den zum Beispiel, den kriegt man immer für 1 Euro oder 50 Cent auf dem Flohmarkt. Nehme ich jedes Mal mit. Episode 1 ja. Oder was ist das? Ja, mhm. Genau. Ja. Ganz schwer zu kriegen ist Episode 3 auf VHS. Echt? Ja, die kostet auch schon ein bisschen Geld. Jetzt mal kurz rausziehen, dass wir mal das Cover sehen. Das ist ja nicht 3, das ist ja nur 2. Achso, das ist 2, 3 ja, hast du drei noch nicht. 3 habe ich nicht. Ach, die hast du noch nicht, okay. Weil, wie gesagt, der ist auch nicht ganz billig, weil der nur noch selten hergestellt wurde 2005 als okay. Videokassette. Okay. Die Boxen hier sind vom Flohmarkt, das sind Episode 4 bis 6 praktisch. Mm. Fanboys darf auch nicht fehlen, einer der besten Filme überhaupt. Genau, spielt zur Zeit von Episode 1, glaube ich, ne? In der Entstehungsphase. Genau, sie wollen den sehen, bevor der im Kino läuft. Ja. Und wollen in die Skywalker Ranch einbrechen. Tatsächlich hast du mir den schon ganz oft empfohlen, ja, ich habe den noch nie gesehen. Den irgendwie. Musst du eigentlich gucken, ja. Also wirklich. Okay, jetzt ist die Weihnachtszeit, vielleicht werde ich mir den jetzt tatsächlich einfach mal einverleiben. Die Blu-ray-Box von Star Wars, ja. Die ist inzwischen auch schon richtig was wert. Die haben wir uns damals zusammengekauft. Bei Saturn in Hamburg, genau. Ja. Und weil es inzwischen auch neue Blu-ray-Boxen gibt, aber da ist halt nicht mehr das 20th Century Fox bei. Ach. Das sind die Disney-Boxen. Ach so. Und für die legt man inzwischen richtig Geld hin, um die echt? Zu kriegen. Ja. Da sind wir glücklich, wir beide. Die scheiß Disney-Box, die hat alle 9 Teile drin. Ja. Aber will ja auch kaum einer haben, ehrlich gesagt. Ja. Dann zurück in die Zukunft natürlich die Box. Ja. Rambo Box 1 bis 3, da sind noch die anderen 4 und 5. Ja. Rocky 1 bis 5 und die beiden Creeds. Phantomas, eine meiner Lieblingsboxen. Ja. Noch eine meiner Lieblingsboxen, Galactica, die komplette Serie. Kampfstein Galactica. Kampfstein. Ja. Mal eben kurz. Oh, ja. Da fällt mir gar schon. Das ist dann aber die Originalserie von früher jetzt. Ja, ne? Es gibt ja Galactica auch neu. Da spielt, glaube ich, eine Frau irgendwie die Hauptrolle. Ja, ne? Da wurde alles versaut wieder, verwurstelt. V, auch vielen ein Begriff. Ja, ne? Die außerirdischen Besucher. Ja, das war absolut. Ja nur eine Miniserie. Absolut. Jurassic Park habe ich auch mal. Ich bin ja kein großer Jurassic Park-Fan, aber für 2 Euro vom Film. Kannst mitnehmen. Immer. Für 1 Euro nehme ich auch alles mit. Mad Mission. 1 bis 4 allerdings nur, aber ja. Dafür auch nicht viel, steht auch verkehrt rum. Ja, was haben wir denn da, sag mal? Die 10 Gebote. Ja. Ja, die habe ich im Kellerflohmarkt gekauft. Das war hier, wo wir wohnen. Ja. Da wollte einer umziehen und der hat im Keller so einen Flohmarkt veranstaltet. Da habe ich einen ganzen Und auch Schwung hier Basic Film. Instinct, was ist das für ja, eine Ja, das ist Edition, auch ganz edel mit Soundtrack und alles. Oh, ne? Und der Soundtrack ist ja auch geil von Basic Instinct. Ich weiß nicht, die kennst du gar nicht, ne? Nee. Das ist ja fast schon so eine Art, naja, Mediabook ist es nicht. Ja. Digipack. Ja. Da hinten ja. Ist der Soundtrack. Ja, sehr geil. Auch vom Flohmarkt oder wo hast du die her? Ja, aus diesem Kellerflohmarkt. Ja. Wie gesagt, der wollte mit seiner Verlobten eine größere Wohnung ziehen und haben sich entschieden, der hatte viele Filme, dass sie ihre Filmsammlung nicht mehr mitnehmen. Ja. So, dann ist American Werewolf in einer Video- oder VHS-Edition, ja, wie man ja, so ja. Schön sagt. Ja. Ist aber eine Blu-ray. Ja. Und das sind meine einzigen 3 Media-Books, die ich habe. Halloween 2, Running Man und In der Gewalt der Riesenameisen. Ja. Das ist ja auch so ein Creature-Feature mit sichtbaren Tricks. Ja, so, aber ne? So, ganz schlimm. Ja. Ganz schlimm. Ganz schlimm.
normale Herr der Ringe DVD-Box. Ja, habe ich auch. Auch Flohmarkt, genauso wie die Freddy-Box. Die hatte ich ja früher auch schon. Genau. Zum Glück habe ich die auf dem Flohmarkt für 8 Euro wieder gekriegt. Ne? Ja. Wie gesagt, das sind alles so dann hier noch Critters Box 1 bis 4. Ja. Indie Box 1 bis 4. Was heißt Box, ne? Ja, das ist dann ja so eine normale Blu-ray-Hülle, ne? Ja, ja. Man in Black Trilogie, Mad Max Trilogie und Fury Roots. Poltergeist 1, 2, 3, Karate Kid 1, 2, 3, Terminator 1, 2, 3. Dann die Predators und ihre Ableger. Ja. Hier ärgert mich ein bisschen, weil hier sind auch alle Alien-Filme drauf. Aber es heißt natürlich Prometheus zu Alien Evolution. Ja, ja. Das genau. Prometheus mit drin ist. Da hätte ich auch gerne eine andere Edition von. Aber ich warte mal, was man noch so auf dem Flohmarkt findet. Ne? Ja. Prometheus, wie findest du den so? Oder so die Erklärung? Ja, das ist auch alles nicht, brauche ich nicht. Ne? Hast du auch so ein bisschen das Gefühl, es wurde sich so ein bisschen auch aus den Fingern gesogen, um da wieder was zu erklären? Oder? Ja, wie immer. Ne? Ja. Also, ja. Eigentlich sage ich mal überflüssig. Ne? Ja. Absolut überflüssig. Hier ist ja aber auch eben was Interessantes runtergeflogen. Ja. Caligula. Caligula 3 Disc Ultimate Edition. Der Skandalfilm mit Malcolm McDowell. Zum Beispiel. Als römischer... Eine Hardbox und die sind auch alle gelöst. Na toll. Das ist ja römischer Imperator oder was, ja, war Kaiser, er hat sich Kaiser, selber Kaiser, irgendwie ne? dazu ernannt, aber auch mit nee, ist das, nee, nee. Ist das diese Version auch mit Hardcore-Szenen drin? Ja, genau, die Pornoszenen. Ja. Dafür wurden ja extra Pornodarsteller angestellt, damit genau. sie diese Pornoszenen drehen konnten. Aber ich weiß auch, dass zum Beispiel die Darsteller, diese Hauptdarsteller, sich davon ja auch distanziert haben, weil die davon ja nichts wussten angeblich, ja. ne? Gut, Olli, genau. wir gehen jetzt mal weiter. Hier, da können wir jetzt natürlich nicht jeden einzelnen Film aus dem Regal ziehen, aber einfach mal, um so einen Überblick zu kriegen auch über Ollis schöne Sammlung. Jetzt fehlt hier nur noch so ein kleiner Tisch vor mit einem Kaffee und Olli dahinter und dann heißt das Kaffee mit Olli. Ja, das sind natürlich auch, ich zeige mal so ja, was zu meinen genau das, was dir... Gehört, ne? Auf alle Fälle, der gehört zu meinen absoluten Dawn All-Star. Of the Dead. Den habe ich dann auch einmal in dieser Version, die du hast. Dann ist das einmal in der Red Edition und einmal, den habe ich noch nicht so lange auf Blu-ray jetzt auch angeschaut. Genau, der ist ja ganz neu rausgekommen, jetzt auch frei wieder. Daneben als Steelbook Day of the Dead. Der zweite. Zwei, ja. Future World und Westworld, Filme, die ich auch sehr liebe. Ja. Dann kommen Expendables, also da ein paar Bond-Filme hast du auch dabei. Ja, 4 Bond-Filme habe ich doch schon insgesamt. Noch einer meiner All-Stars hier, ne? Starship Troopers, absolut. Damals in dieser Version noch. Absolut, Paul Verhoeven. Und daneben gleich nochmal so ein Favorit von mir. Ne? Ja, ja. Habe ich auch einmal als DVD und als Blu-ray in der, im Steelbook. Das ist der verwunschene Sequel, oder? Ja, nee, Prequel ist das, den hatte ich auch in der Sammlung, möchte ich nicht mehr sehen. Will ich nicht ja, und da kommen noch gute Filme. Ich bin ja hauptsächlich sammlicher 80er. Ja. Und auch 70er und 60er, so kann man ja, sagen. Ja, ja, ja. Ja, Fisch namens Wanda. Ja. Flucht von Alcatraz mit, ne? Clint Eastwood. Schwarze Loch, Reise ins Echt, Top Secret. Ja. Letzte Countdown, alles Top-Filme so von damals, ne? Absolut, absolut. Ja, und so geht das dann immer weiter. Hier kommen wir natürlich jetzt in die Phase von Bud Spencer und Terence Hill Fans. Und mein Bruder hat wirklich die gesamte Sammlung aller, wo ist das nochmal, was war das? Die D'Agostini. Die D'Agostini, die haben damals das rausgebracht, jeden Monat gab es, glaube ich, ein Heft, ne, mit Film, ne? Oder war es öfter manchmal auch? Ich überlege nur gerade, ob das immer zwei waren pro Monat. Ja, das kann auch sein. Ich glaube, das waren immer zwei Hefte und zwei Filme pro Monat. Da sind dann die ganzen bekannten Dinger bei, aber auch Unbekanntes, ne? Ja. Also so auch Fernsehserien und so. Genau, Fernsehserien. Oder auch die alten Dinger Karl May, wo Terence Hill ja auch mitgespielt hat, ne? Ja, Winnetou 2 ist das, glaube ich. Und noch einer, Schatz im Silbersee. Weiß ich jetzt noch. Wahnsinn, ganze Serie. Dazu, da stehen da noch die Ordner praktisch. Da sind die ganzen Begleithefte drin zu jeder DVD. Ne? Genau, da gab es ja zu jedem Film immer so ein mehrseitiges kleines Büchlein, DIN A4. Mit zusätzlichen Infos. Also für Fans Bud Spencer, Terence Hill einfach Gold wert, ne? Ja. So, und da unten haben wir noch ein paar VHS-Videokassetten. Ja, ist jetzt noch nicht die Welt, aber... Ne? Das ist ja egal. Ja, was wir Hot Shots 1 und 2... Ja, Hot Shots 1 und 2, drei Autofilme. Stirb langsam 2 hat er. Genau, in der guten alten Silver Screen Collection. Ja, cool.
Hotshots 1 und 2 ist übrigens auch Silver Screen Collection, aber da sahen die gar nicht mehr so aus. Ah, da hatten sie das schon wieder geändert, ne? Genau, aber es sind halt die original Kinoplakate. Ja. Und die alten VHS-Kassetten waren ja sowieso besser gestaltet. Natürlich. Viele DVDs und Blu-rays heutzutage. Gut, Olli, ich würde sagen, jetzt kümmern wir uns mal ein bisschen um deine Soundtracks. Soundtracks, ja. So, jetzt sind hier ein paar Soundtracks auf CD. Ja. Speziell sammle ich ja lieber wieder Vinyl seit einiger Zeit. Ja, das sind die Kisten daneben, da kommen wir gleich zu. Wahnsinn. Aber was haben wir denn hier? The Big Lebowski, ja. Bud Spencer, Terence Hill, das ist aber aus verschiedenen Filmen jetzt nicht, Best of. Sampler. Hm. Dann hier 30 Jahre Zombie, das ist auch eine gefragte DVD inzwischen. Ja. Ist doch 30 Jahre oder 20. Nee, 20. 20-jähriges hier. Ist sauteuer. Ich wollte dir ja mir mal zum Geburtstag wünschen. Fast Mondpreise. Kannst du nicht mehr bezahlen. Ja, Wahnsinn. Ja. Aber auch ein genialer Soundtrack von Goblin. Ne? Absolut. Also wirklich. Sehr stimmungsvoll. Macht die halbe Miete bei dem Film aus. Ja. Dann habe ich Avatar. Mhm. Ehrlich gesagt muss ich jetzt sagen, diesen Film habe ich noch nie gesehen. Und wie ist der Soundtrack? Ich habe mal ein paar Ausschnitte aus dem Fernsehen gesehen, aber ey, ich werde damit auch nicht warm. Obwohl das ja mal der erfolgreichste Film war. Oder? Ja. Ne? Und jetzt kommt ja jetzt Teil 2. Ja, so. Ne? Egal. Den Soundtrack selbst habe ich auch noch nicht gehört, weil ich sammle einfach nur Soundtracks. Ja, ist auch schön. Genauso wie Nightmare Before Christmas, kenne ich auch nicht. Ja. Den habe ich tatsächlich. Cannonball Fieber, weiß nicht, ob ich den mal gesehen habe früher. Ja. Dann kommen wir zur Special Edition von Star Wars. Das waren ganz edle Teile. Ja, die habe ich ja auch, genau. Ja. Mhm. Doppel-DVD, Doppel-CDs. Großes Booklet bei. Ja. Raumpatrouille Orion. Die deutsche Serie aus den 60ern, das Pardon zu Raumschiff Enterprise damals. Genau. Ne? Der spielt ja mit Wolfgang Völz. Stimmt, in ganz jung noch. Ja, ganz jung noch. Terminator. Übrigens sehr düster, der Soundtrack. Ja. Ist einem Film nie so bewusst geworden, wie düster eigentlich dieser Soundtrack ist. Ist ich hatte auch. Den hier letzt drin. Meine Frau, die hat ist fast in Depression. Ich muss die Pillen nehmen, ne? Aliens, natürlich auch sehr geiler Soundtrack. Absolut. Film. Absolut. Granate. Das John, Ding. John Carpenter ist das Ding. Ja. Fünfte Element. Auch gut. Ja, sehr geiler Film, ne? Mit Bruce Willis. Fury Roads, Mad Max. Ja. Weißer Hai. Rocky 3. Unheimliche Begegnung der dritten Art. Den habe ich aber auch noch auf Vinyl. Rocky 4. Zurück in die Zukunft. Indy 1. Indy 2. Indy 3. Indy 5. In die Vollen. Yeah, Force Awakens war auch der letzte, den ich mir dann geholt habe. Habe ich auch, habe ich nie wieder drin gehabt. Und hier nochmal von Episode 1, 2, 3. Und das ist vom Videospiel Shadows of the Empire. Und ich glaube, das ist auch ganz gut, ne? Das der Soundtrack zu dem Videospiel, glaube ich. Ja, muss ich sagen. Ja, Olli, jetzt kommen wir zum Vinyl, wa? Jetzt kommen wir zum Vinyl. So, ich habe auch ein paar Single-Vinyl-Scheiben. Die kriegt man ja auf jedem Flohmarkt für 50 Cent hinterhergeschmissen. Da habe ich zum Beispiel die Originaltitelmusik aus Magnum mit Tom Selleck. Genau. Dann Team of Rambo 2. Wahnsinn. Da 50 Cent hast du dafür bezahlt? 50 Cent pro Stück. I Wanna Be Your Drill Instructor von Full Metal Jacket. Ja. Und dann habe ich noch, das war die erste Schallplatte, Single, die ich mir selber von meinem Taschengeld gekauft habe, 1978. Das ist Star Wars. Die Disco-Version von... Stimmt. Ja. Dazu konnte man in der Disco dann abtanzen zur Star Wars-Melodie in Elektro, ne? Genau, die habe ich 1978 gekauft, wie gesagt, von meinem Taschengeld. Und Singles haben damals schon 6 D-Mark gekostet. Wahnsinn. Ja. So. Und jetzt kommen wir zu den LPs. Ja, jetzt kommen wir zu den LPs. So, hier haben wir jetzt also die Langspielplatten scheinbar, ja? Ich sammle ja noch nicht so lange wieder Schallplatten, seit einem guten Jahr oder so. Aber dafür hast du ja schon einige hier. Ja, ne? Sind ja auch fast, die meisten sind ja alle gebraucht und kosten auch dementsprechend. Ja. Wie gesagt, auf dem Flohmarkt kriegt man die sowieso für 2 Euro und so. Wahnsinn. Aber hin und wieder bestelle ich immer im Internet, da muss man dann schon für gewisse ein bisschen mehr anlegen. Ja.
Ja, aber ich hätte gern natürlich noch viel mehr. Aber wie gesagt, ich baue mir ja meine Vinylsammlung erst auf. Ja, und nächstes Jahr geht es ja weiter im Frühling, wenn die Flohmärkte sind. Ja, genau. Na? Vielleicht dieses Jahr nochmal hier ein Dings mitnehmen, bei Marktkauf ist ja immer ein Parkhaus. Stimmt. Haben die nochmal? Ja. Im Winter? Vor 3 Wochen. Da war ich mit meinem Bruder. Da habe ich damals nicht allzu viel gefunden. Und immer dann, wenn ich nicht dabei bin, dann kommt er mit der großen Ausbeute nach Hause. Ich bin recht neidisch. Also ich glaube, nächstes Jahr werde ich auch öfter mal mitkommen müssen. Ja. Vor 3 Wochen war ich. Ich wusste jetzt nicht, ob ich noch Bescheid sagen soll. Ja. Das habe ich auch erst kurzfristig mitgekriegt, weil hier vorne ein Plakat und eine Laterne. Ja. Ich schätze mal, dass im Dezember noch mal einer ist. Ja. Sag Bescheid. Ja. So, okay. Da haben wir Howard the Duck. Howard the Duck. Also das ist alles jetzt Langspielplatten, yeah, für die, die nicht mehr wissen, was das ist. Eine Schallplatte ist, müsst ihr auf so einen Teller legen, ja, und da eine Nadel draufsetzen. Die größeren LPs wurden langsamer abgespielt wie die kleinen Singles. Die mussten schneller abgespielt werden. Stimmt. Ne? Sonst hörte sich das komisch an. Howard the Duck, ja, ein Film kann man gucken, ist jetzt nicht so schlecht, aber ja, aber mir kommt es hier auch nur auf die Soundtracks. Ist ja so. Watership Down, das war ein ziemlich trauriger Zeichentrickfilm in den 80er Jahren. Geht das um Tiere, Tierversuche, oder um was geht das da? Ja. Den damals einmal gesehen. Weil das Tier so an der, ja, Leine so ist da irgendwie, der Hase, oder was ist das? So ungefähr. Ja. Wir machen mal weiter. Ja, wir machen jetzt weiter. Ist ewig her, ja, gesagt. Das Soundtrack ist aber auch wahrscheinlich traurig dann dementsprechend. Ja. Local Hero. Local Hero, geiler Film mit Burt Lancaster. Ja. Musik Mark Knopfler. Ja. Nebenbei spielt noch Dings eine Rolle hier, Wedge aus Star Wars. Ja. Wie heißt er noch? Mhm. Ja. Aber wie der Schauspieler jetzt heißt, weiß ich nicht. Nee, ich weiß nur, dass es der Onkel von Ian McGregor ist. Ah, ist er das? Ja, ja. Ach. Wie heißt er denn? Wedge. Ich weiß das immer. So Wedge Antilles. Ich weiß jedes Mal, wie der Schauspieler heißt. Jetzt, wo es drauf ankommt, ist es mir entfallen. Es ist uns leider entfallen. Ja. Der Profi. Belmondo, der Profi. Belmondo, der Profi. Ennio Morricone mit Shimai. Das war eine Hitsingle wohl damals, 1982. Ja, war es. Ich glaube auch. Juwel vom Nil. Ja, mit Michael Douglas und... Kathleen Turner. Kathleen Turner, so hieß sie. Ah ja. Und da haben wir nochmal Unheimliche Begegnung der dritten Art. John Williams. Ja, John Williams. In Reinkultur, ganz klasse. Diesmal. Das ist Huey Lewis in the News. Ja. Power of Love, Maxi. Wahnsinn. Von Zurück in die Zukunft. Toll. Dr. Zhivago. Oh, klasse. Alter Film, alter Soundtrack. Omar Sharif. Ja. Und Julie Christie, glaube ich. Und da kommt gleich noch ein altes Edelstück Cleopatra, und die Platten sind doch aus den 60er Jahren. So sehen sie aber auch aus. Ja. Ich meine, das sind ja Raritäten. Ja. Ne? Ja. Hier Ray Park, Maxi-Single, ne? Don't listen. Kennt ja auch jeder. Kennt auch jeder. Dann hier Star Trash, Crash, Sterne im Duell, was ja auch der totale Trash-Film war. Absolut. Mit einem blutjungen hier Hoff, wie hieß er denn noch? Der Hoff, ey. David Hasselhoff. The Hoff. Ja, und eine immer heiße Caroline Monroe, die auch in vielen Hammerfilmen mitgespielt hat, zum Beispiel. Ja, die ist ja auch in Der Spion, der mich liebte. Bond. Zum Beispiel, als ja, Nomi. Ja, the Good, the Bad and the Ugly. Ja, und Fistful of Dollars und genau, ein paar Dollars mehr. Ja, sind also ein paar drauf. Ja, ist auch original drauf, noch von damals? Ja, ja, ja. Die Platte ist auch uralt. Geil. Gremlins. Ja. Ne? Kleine Monster. Braucht man auch nicht viel zu sagen. Nee, absolut nicht. Spielt ja auch in der Weihnachtszeit, Gremlins? Ja, ist ein Weihnachtsfilm. Ne? In derselben Stadt wie ja auch Zurück in die Zukunft. Zumindest der Marktplatz, genau, mit dem Rathaus. Genau. Das schwarze Loch. Das ist ein Disney-Film, aber ich muss sagen, ziemlich düster. Kannst du mit heutigen Disney-Filmen überhaupt nicht mehr vergleichen. Würdest du nie heutzutage auf die Idee kommen, dass das ein Disney-Film ist. Sehr düster gehalten. Soundtrack von John Barry, der ja auch euch Bond-Fans da sehr bekannt sind. Absolut, dürfte. Absolut. Genial. Auch ein toller Film, den kenne ich auch noch aus meiner Kindheit. Einer meiner absoluten Lieblings-Soundtracks, die Warriors. Ja, und allein schon dieses Motiv, ne? Dieses gezeichnete, die ganzen Bandenmitglieder, das... Wahnsinn. Ein wahnsinniger, geiler Soundtrack. Damals war der Film frei ab 18, heute seltsamerweise ab 12. Genau. Auch immer. Genau. Plötzlich wird sowas ab 12 freigegeben, aber. Ja, ist ja normal, natürlich.
Ja, das ist natürlich was ganz Edles. Ne? Die Rückkehr der Jedi-Ritter. Ist natürlich nicht so umfassend wie die Doppel-CD, ist klar, die wir eben hatten. Weil damals der Platz war ja begrenzt, ne? Ja. Xanadu, ja, mit Olivia Newton-John. Xanadu. Ja. Ich habe auch vieles in der Soundtrack-Sammlung, wo ich die Filme jetzt nicht unbedingt. Ja. Werden auch noch einige kommen. V. Themen vom V, ja. Die außerirdischen Besucher, geil. Genau. Dann. Wieder hier haben wir John Barry, Octopussy. Ja, geil. Der EP von 1983. Sehr geil. Danach kommt ein Soundtrack, der mir noch ein bisschen besser gefällt. Ja, A View to a Kill. Aber auch John Barry. Ja, aber auch Duran Duran. Duran Duran. Also ich muss ja einfach sagen, solche Dinger wie John Williams, John Barry, diese ganzen Komponisten, wo ist das heutzutage? Ich kann es nur immer wieder sagen, wo sind diese außergewöhnlichen Filmkomponisten, mit die wirklich ja tolle Melodien machen, ne? Die so im Gedächtnis bleiben, auch Jahrzehnte später noch. So, dann kommt natürlich Star Wars. Ja. Ne? Das ist eine Neuauflage des 1977er. So sah die damals aus. Ist eine Doppel-LP. Die holt er jetzt scheinbar raus, weil ja, er stellt seinen Kaffee ab. Ich hole die mal kurz raus. Die sieht auch von hinten. Oh, oi, 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 oi. Die sieht genauso aus wie 1977. Geil. Auch wenn man sie aufklappt hier mit diesen Bildern, dann sieht fast aus wie das Panini-Sammelalbum. Oh, geil. Der Unterschied ist, die Scheiben selber, das Vinyl, die sind gold, ja, nicht schwarz. Ja. Will ich jetzt aber nicht. Nee, lass es. Ja? Lass es. Okay, dann lege ich erstmal hier hin. Sonst knallt es uns noch runter. Die kam 2015 raus und die habe ich mir damals gekauft, obwohl ich überhaupt keinen Plattenspieler hatte. Einfach für die Star Wars. Ja, warum auch nicht? So, dann kommt was ganz Edles. John Williams live das Berlin-Konzert. Mhm. Da sind dann Titel drauf aus. Die Olympische Fanfare, die hat er komponiert. Ja. Ich glaube, zu den Olympischen Spielen 84 in Los Angeles. Ja. Müsste das gewesen sein. Ich glaube auch. Das war ja damals in aller Munde. Genau. Dann kommt natürlich Unheimliche Begegnung der dritten Art. E.T., der Außerirdische. Harry Potter. Die gewisse Jurassic Park. Superman. Superman ist ja auch ein Hammer-Soundtrack. Ja, ich habe die ja Filme ja gerade geguckt. Das geht ja sofort ins Ohr, ne? Wahnsinn. Was kommt auch noch? Ich greife schon wieder vor hier. Wie gesagt, dann hier Indiana Jones, Weißer Hai, Star Wars ohne Ende. Also aus all seinen großen Filmen, das hat er in Berlin, war das Konzert mit dem Berliner Live-Konzert. Monika, ja, ja. Jetzt kommt ein ganz edler Film auf alle Fälle. Schöner B-Movie. The Blob. 1986 oder wann war das? 88? 88, ja. Genau. Gefällt mir, ist ja auch ein Remake. Ja, das Original ist ja mit Steve McQueen. Nee. Ist er? Original weiß ich jetzt mal. Irgendeiner, jetzt ist mir der Name entfallen. Ein ganz bekannter spielt damit. Ich weiß nur, bei Tarantula ist es hier. Clint Eastwood. Der sitzt da nachher im Flugzeug. Pilot, ja. Der Film ist natürlich wesentlich brutaleren, mit geileren Effekten der als das Original ist, ja, hier, der The Blob, ne? Genau. Klapperschlange. Deutsche Version, ne? Ja. Nicht Escape from New York, sondern die Klapperschlange. Ja. Jetzt kommt eine, die ich auch schon in meiner Jugend hatte, die du auch kennst. Ah, Mad Max 3, genau. Und der Soundtrack ist gut. Der ist wirklich gut. Zum schwächsten Mad Max-Film für mich. Ja, der ist der schwächste Mad Max-Film. Hast du die nicht mal gerankt? Ja, ich habe die gerankt. Aber da war, glaube ich, hast du Fury Road auf 4 gesetzt? Oder? Nee, ihn hier. Weil Fury Road ist auf 3, glaube ich. Das war genau mein Ranking. Ja. 2, 1, ja. Fury Road 3. Genau, ja, genau. Und wo wir vom Thema 2 sprechen, oh, natürlich auch die deutsche Version. Mad Max, der Vollstrecker. Wahnsinn. Das sind ja Raritäten. Ja, das kriegst du nicht mal eben so irgendwo. Also, aber ich muss auch sagen, ich bin wirklich jedes Wochenende auf Flohmärkten unterwegs, seit Jahren. Ja. Ne? Ja, ja, ja. Also es ist nicht so, dass ich einmal im Sommer über den Flohmarkt gehe. Ich bin wirklich jeden Samstag und finde ich sonntags irgendwo welche noch. Also es ist ein schönes Hobby geworden für dich. Ja, natürlich. Ja, ja, absolut. Der Name der Rose. Der Film ist James auch Horner. Ganz gut. James Horner, der hat ja auch gemacht, Aliens hatten wir ja eben. Ja. Da macht er ja sehr brachial und heftig und hier ist es ja dann doch eher ein ruhigerer Soundtrack. Der Film ist ja in den USA gar nicht so bekannt, der wurde ja wohl auch mehr für den europäischen Markt gedreht. Weil das natürlich auch wieder eine Handlung ist, wo man vielleicht ein bisschen mitdenken muss, das ist nichts für die Amerikaner. Ne? Breaking Glass, ja, das ist so ein
Film aus der Punk-Indie-Szene Anfang der 80er Jahre aus London. Ja. Und die Hazel O'Connor, das ist halt der ganze Soundtrack dazu. Den habe ich damals mit Kumpels Anfang der 80er auf VHS mal gesehen. Ja. Ist halt so. Hast aber nicht in der Sammlung irgendwie als Film. Ist auch Streets of Fire habe ich auch. Der ist natürlich wiederum bekannt. Den habe ich auf CD. Und auch schöner Film, ehrlich gesagt. Ja, weil das ist ja auch so ein Film, dem kannst du kein klassisches Genre zuordnen. Das ist ja alles durcheinander gemischt. Also den sehe ich sehr gerne. Mal sieht so altmodisch aus. Genau. Das ist so ähnlich wie bei Uhrwerk Orange. Ja, genau. Uhrwerk Orange, der spielt ja auch angeblich in der Zukunft, aber dann haben die da Frisuren und so. Und Autos, die aussehen wie aus den 50er Jahren und all sowas. Die 50er Jahre, genau, die Frisuren, die Wohnungseinrichtung und so. Das ist so. Ich mag so eine Filme ja wirklich gerne, wo du das nicht einschätzen kannst. Der sollte ja eigentlich auch eine Fortsetzung haben, aber der war nicht so erfolgreich, da hat man das dann auf Eis gelegt. Für mich absolut guter Film. Ich finde ihn sehr gut. Der Pate. Der Pate in der deutschen Version. Ja. Und jetzt kommt natürlich, was wir gerade hatten. Uhrwerk Orange. Stanley Kubrick. Was ja für mich persönlich auch zu meinen All-Time-Favorites gehört. Ja, der Film, ne? Weiß ich. Schon immer. Schon immer. War das bei dir. Ja. Sehr verstörender Film. Auch wieder so ein Ding, wo man... Ja, wo man nicht so klar sagen kann, das und das, darum geht's oder das ist irgendeine, wie du schon sagst, einer bestimmten Zeit einzuordnen, also auch von den Bildern her, ne? Also laut, ich habe mich ja mal schlau gemacht, soll der wohl 1983 spielen? Ja. Mit Bezug auf 1984. Ach so, okay. Von George Orwell. Okay. Und da kam ja, der Roman kam ja schon viel früher raus, in den 60er Jahren. Ja, ja. Verfilmt wurde dann, glaube ich, 71. Ja, ja. Ja, das geht da ja in dem Film selber, geht es ja um der freie Wille, ne? Genau. Weil er ja nachher so umgepolt wird, dass er gar keinen freien Willen mehr hat. So ist es. Ne? Er wird gezwungen. Ja. Fright Night, einer der besten Vampirfilme überhaupt. Absolut. Ja? Absolut. Der hat alles, Spannung, Humor, tolle Effekte handgemacht, tolle Darsteller, wirklich super Film. David Bowie. Christiane F., die Kinder vom Bahnhof Zoo. Genau. Da gibt es ja auch mittlerweile eine Neuverfilmung, aber das ist das Ding aus den 70ern hier, ne? Das Neuverfilmung ist ja so eine Serie. Ja, ja. Das ist der von 1900, der Film ist, glaube ich, von 1982. Ja, genau, Anfang der 80er. Ja. Denn der ganze Soundtrack zu Full Metal Jacket. Ja. Jetzt kommt hier... Superman Dry. Schon allein das Cover, das ist ja schon... Ja, ja, Richard Pryor, Christopher Reeve. Genau. Und absolut Wahnsinn. Das Cover. Das ist ja Gold wert. Ja. Ne? Und jetzt kommt aber auch noch zu Teil 1 von John Williams. Ja. Das ist ja auch ein ganz edles Stück. Absolut. Wirklich ein Wahnsinns-Soundtrack. Ja. Rocky 2. Ja, sehr schön. Bill Conti, absolut. Das Rocky ist eine Maxi. Ja, das ist aber nicht der ganze. Das ist eine Maxi-Single mit den von Survivor. Okay. Die Lieder, die von Survivor beigetragen wurden. Ne? Ja. Sehr schön. Amadeus, das ist natürlich viel Klassik drauf. Ja. Der Film, ja, den kann man auch mal gucken, wenn man so ein bisschen. Ne? Der ist ja auch so ein bisschen anders. Ja, als, der ist ein bisschen anders. So wie man sich das vorstellen würde. Es ist jetzt nicht so, dass da nur irgendwie ein Wolfgang Amadeus da irgendwas komponiert, sondern. Genau. Er war ja ein Freak irgendwo. Absolut. Ne? Ja. Absolut. Der Punk, man hat ja auch gesagt, Punk von 1720. Genau so. Ja, den habe ich natürlich jetzt, da bin ich ja jetzt kein großer Fan. More Dirty Dancing. Ja, ja, da gab es noch eine andere, die wurde nachgeschoben. Genau. Das haben wir bei Titanic damals auch so gemacht. Aber dann war das erfolgreich. 2 Euro Flohmarkt, was soll ich sagen? Wird mitgenommen für die Sammlung. Genau. Ja, absolut. Flashdance. Flashdance war einer von den Tanzfilmen, die selbst ich eigentlich ganz gerne mal geguckt habe. Ja. Habe ich im Kino gesehen. Und Footloose, so, das war ja die gleiche Zeit. Ja, ne? Habe ich auch Kevin im Kino Bacon. Gesehen. Und die beiden hatte ich auch sogar auf VHS noch später. Ja. Ne? Ja, Grease, das war jetzt nicht so mein Ding unbedingt, aber hat man auch. Selbe wie der jetzt kommt. Saturday Night Fever, habe ich auch bei mir in der Sammlung. Soundtrack. Herr. Da habe ich letzte auf dem Flohmarkt gesehen, die deutsche Platte von. Die heißt tatsächlich, ob ihr es glaubt oder nicht, Haare. Dasselbe Cover, da steht Haare drauf. Unglaublich. Ja, ja. Unglaublich. Was haben wir denn noch? Ja, das ist natürlich Wahnsinn. Wieder Wahnsinn. Ganz edel, ne? Ennio Morricone. Den habe ich letzt wieder mal gesehen, da lief der im Fernsehen. Ja. Jetzt aber nicht auf dem normalen Programm mit Werbung, sondern auf so einem anderen Sender. Ja.
Und wenn du jetzt sagen würdest, hier spielen wir das Lied vom Tod und zwei glorreiche Lungen. Was ist dein Favorit? Ja, also trotzdem zwei glorreiche Lungen. Obwohl der mir von Mal zu Mal besser gefällt, muss ich ehrlich sagen. Er ist natürlich langsamer erzählt, ne? Ja, also es ist einfach so. Also, aber ich finde schon allein den Dings in seiner Rolle, der ist so Henry Fonda? Henry Fonda. Ist für mich perfekt. Perfekt. Also wirklich. Perfekt. Ja. Er war ja bis dahin immer der Gute in den Filmen. Ja, genau. Und hier hat man ihn ja einfach mal böse besetzt und er ist für mich einer der besten Bösewichte der Filmgeschichte. Aber auf alle Fälle einer der besten Western aller Zeiten. Absolut. Haben wir hier noch? Ach, das ist nochmal ein Misch. Ennio Morricone. Ja, da sind wir mehrere aus mehreren Western drauf. Ne? Sehr gut. Zwei Nasen tanken super. Nein, was sind da denn für Lieder drauf? Sternstunde des deutschen Kinos. Thomas Gottschalk und Mike Krüger. Jetzt kommt zweimal Sternstunde des deutschen Kinos. Oh Gott, mir schwant Schlimmes. Didi, der Doppelgänger. Und zum guter Letzt die Fernsehserie. Tim Thaler. Das war eine der Weihnachtsserien früher ganz ZDF. Immer so, wer Weihnachtsdreier genau. oder Vierteiler. Genau. Der Junge, der sein Lächeln verkauft hat an Horst Frank. Genau, so sieht's aus. Die Musik ist, glaube ich, von diesem Christian Bruhn oder wie der heißt. Ja, ja. Und den müsst ihr mal googeln. Also was der alles fürs Fernsehen gemacht hat, das ist schon enorm. Echt? Das, ja. Okay. Fernsehserien vor allen Dingen. Vor allen Dingen Serien, ja. Ich habe da letztes Mal drüber, habe ich gedacht, habe ich den mal bei Wikipedia eingegeben. Also der hat ja fast alles gemacht. Wahnsinn. Was damals. Wahnsinn. Der hat ordentlich Knete auf dem Konto. Das weiß ich nicht. Ja, können wir ja mal gucken hier bei Didi Hallervorden. Was ist denn da so drauf? Gute Frage. Auf jeden Fall schon mal so die typischen Didi-Bilder. Und was haben wir denn da? Brunos Thema. Krimi-Walk. Der Doppelgänger. Didis Blues. Verfolgung. Carmen Disco-Suit. Der Doppelgänger. Elegie. Bruno Swing. Also ich muss ja sagen, so eine Zeit lang habe ich ja die Didi-Filme auch geliebt. Ja. Also ich fand ja als Kind immer gut hier Didi und die Rache der Enterbten, wo er 7 Rollen, glaube ich, spielt. Ja, das ist nicht schlimm. Mit Wolfgang Kieling. Ja, genau, Wolfgang Kieling. Ja, was ist hier so drauf? Ja. Vor allen Dingen nette Bilder von Thomas Gottschalk und Mike Krüger. Aber tatsächlich waren diese Filme, Supernasen, zwei Nasen tanken super, die Einsteiger, unglaublich erfolgreich damals. Ja, ich Wahnsinn. Wahnsinn. Ich habe aber nur auf DVD die Supernasen, habe ich. Ja, hast du geguckt, den hast du ja im Kino zweimal hintereinander gesehen, an einem Tag, oder? Viermal an 4 Tagen. Zweimal hintereinander an einem Tag war das Ding aus einer anderen Welt. Okay. 18 Uhr, 20 Uhr, 30 Uhr. Gut, Olli, ich würde sagen, wir gehen nochmal kurz auf die Couch. So, Leute, wir sind wieder auf der Couch bei Natti. Die streckt uns hier ihr Bäuchlein entgegen. Ne? Die hat sich jetzt ein bisschen... vernachlässigt gefühlt, weil wir hier durch diese grandiose Filmsammlung von Olli gegangen sind. Und ich kann euch nur sagen, ich hoffe, ihr habt hier einen schönen ersten Advent mit uns verbracht, mit diesem wirklich querbeet Filmsammlungs-Update hier. Ja, es war alles dabei. Alles war dabei. Figuren, DVDs, Blu-rays, VHS, Autos, Vinyl, Soundtracks. Wenn ihr irgendwas nochmal sehen wollt... Da ist natürlich noch eine Kiste Schallplatten, aber das sind ja keine Soundtracks. Das sind dann andere, ne? Das ist auch so. Ich war ja mal Heavy Metal, Thrash Metal und das. Ich weiß, das Haus hat gedröhnt früher, als wir. Da hängt übrigens auch noch meine Kutte aus der 80er Jahre. Ah ja, mit Aufnähern sogar noch. Ja, hatte ich doch damals. Ja, die habe ich auch gesagt. Da warst du ja auch zu diversen Konzerten, ne? Auch mindestens einmal im Monat auf dem Konzert. Slayer, Creator, Setup. Ja. Destruction. Und danach konnte er 2 Tage oft nichts hören. Das war so. Opax oder so hast du ja nie drin gehabt, ne? Nee. Und ich meine, und die sind ja laut, die Bands, ne? Die sind. Auf Live-Konzerten. Aber man war jung, ne? Man war jung, man hat das Ding mitgenommen. Inzwischen bin ich ja echt alt. Das kann man echt schon sagen jetzt. Ja, aber so sieht es in diesem Raum nicht aus. Nee, es sieht aus wie der Raum eines 12-Jährigen, muss ich sagen. Ja. Mit der Erfahrung deines Alters natürlich. Aber es sind natürlich viele in meinem Alter haben ja so ein Zimmer. Ja. Das ist, ich gucke ja auch gerne so eine Kanäle auf YouTube. Kann ich nur empfehlen, hier mal Gurminister oder wie sie alle... Der macht immer mit so einem anderen zusammen. Auch so über Retro-Filme, Musik und Figuren. Und, und das sind alles Leute so ab 45 aufwärts. Cool. Ne? Sehr cool. Und das es ist ja einfach so, wir waren uns ja auch unser Retro-Feeling irgendwie. Wir haben ja so dieses Gefühl, genau. Das gibt es heutzutage nicht mehr. Diese Atmosphäre dieser Zeit, 70er, 80er, 90er Jahre, das hast du nicht mehr. Genau. Wie gesagt, im Keller habe ich noch jede Menge. Ihr habt ja die Ritterburg gesehen. Im Keller habe ich dann noch so ein Fort, eine Cowboystadt, ein Indianerdorf und die ganzen Figuren dazu. Wahnsinn. Das
alles eingepackt, alles auch günstig geschossen. Alles, was ich so früher selber hatte, ne? Ja, wie nennt man diese Zimmer? Man Cave, sagt man ja. Man Cave? Man Cave, die Männerhöhle. Die Männerhöhle. Und da muss ich auch zu meiner Frau sagen, das muss ich hier ganz hoch anrechnen, wir sind ja die letzten Jahre mehrmals umgezogen. Und sie hat immer darauf geachtet, dass es eine Wohnung ist, wo ich ein Zimmer kriege für mein Kind. Sehr gut, sehr gut. Das brauchst du auch. Sonst gehst du ein wie so ein Kaktus ohne Wasser. Deswegen liebe ich sie über alles. Falls du das Mensch, das war doch mal eine schöne Liebeserklärung hier. Super, das kann ich natürlich auch nur zu meiner Frau sagen. Vielen Dank, dass ich mich auch so austoben darf. Andere Frauen würden ihren Männern Vogel zeigen, wenn da regaleweise Filme und sonst was stehen. Obwohl, ne? Ich muss euch sagen, Sascha hat die Möglichkeit. Der hat im Keller, der kann er gut ausbauen, einen Raum. Kann ich, aber dazu müsst ihr erstmal aufräumen. Ja. Das ist natürlich das große Problem. Ja. Noch ein großes Problem, das habt ihr vielleicht auch gesehen bei all den Aufnahmen, hier das alles immer sauber zu halten vom Staub. Absolut, absolut. Theoretisch müsste ich einmal im Monat richtig alles abstauben, aber das ist mir viel zu viel Arbeit. Ne? Lass dich doch mal mit der Zunge rübergehen hier, Nati. Leute, ich kann euch nur sagen, wenn ihr nochmal was sehen wollt aus der Sammlung, explizit was Bestimmtes, dass wir das uns nochmal angucken, schreibt uns mal in die Kommentare, wie ihr das Video gefunden habt hier. Tatsächlich ist es so, Olli und ich haben uns abgesprochen, wir wollen auch für die nächsten Adventssonntage nochmal 2 Videos drehen. Es gibt demnächst nochmal ein Video, da könnt ihr uns Fragen stellen in den Kommentaren. Was möchtet ihr gerne wissen, mal über Olli, über mich, ist egal, oder über uns, irgendeine Meinung, die wir vielleicht haben zu einem bestimmten Film. Genau, genau. Das ist ja auch immer ganz interessant und dann machen wir nochmal ein Video. Was wollten wir noch machen, Olli? Lockerer Filmtalk irgendwie so, ne? Ja, was hattest du das jetzt gesagt? Ich habe eben mit Nati, hattest du gesagt, die Zuschauerfragen? Zuschauerfragen, genau. Da mache ich aber nochmal ein extra Video, da könnt ihr das dann unterposten, ne? Und dann halt, ja, wie gesagt, einfach mal locker drauf losplaudern. Genau. Aber dann explizit wieder Filme halt, ne? Genau. Heute war ja hier alles. Heute war Sammlung. Leute, ich wünsche euch einen schönen ersten Advent. Macht's gut. Ich euch auch. Knabbert noch ein paar Kekse, versetzt euch zurück in der Zeit. Und guckt einen schönen Film, ne? Genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Olli und Sashi. Ciao. Ciao.